die Themen sind immer die gleichen. Das erste Thema ist, wir wollen in eine andere Währung investieren. So, jetzt ist seit gestern oder vorgestern das erste Mal Parität, seit ich glaube 20 Jahren. Aber grundsätzlich ist es einfach mal Diversifizierung in eine andere Währung. Erster Faktor. Zweiter Faktor ist, die Renditen, die wir hier generieren im Entwicklungsbereich, würde ich sagen, die liegen zwischen 15% und 35% Cash-on-Cash-Return. Und das ist ungefähr auf einem 2-Jahres-Zeithorizont in einem Entwicklungsprojekt basiert. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Wie wäre das jetzt vergleichbar in Deutschland zum Beispiel, wenn ich jetzt in Deutschland investieren würde? Das ist dann irgendwie, es ist eine Katastrophe, sagen wir es mal so. Ja, also als Investor ist das eine Katastrophe, wenn Sie eine Verzinsung momentan gerade von 4-5% bekommen, dann ist das im Vermietungsbereich momentan extrem gut, ja, 6%. Ja, aber die zweistelligen Renditen bekommen Sie überhaupt gar nicht hin. Also es sind ja auch steuerliche Themen, also in der Bundesrepublik, ne, Grunderwerbsteuer, auch andere Dinge, was jetzt angeht, die Langwierigkeit auch, um Geld zu bekommen und sowas, ja, das ist halt in den Staaten nicht so gegeben. Ja, wir haben ja teilweise hier Nebenkosten mit Makler von 10%, 11%, 12%. Max, was hatten wir? 1,5-2% oder sowas ungefähr, ne? Ja, im Prinzip, das Maklerprinzip hier sind 6%, der Verkäufer zahlt die Provision, 3% für die Käuferseite, für die Maklerkäuferseite, 3% für die Verkaufsseite. So, das ist hier ein extrem gemeinschaftsorientiertes Geschäft. Ich weiß, dass das in Deutschland nicht der Fall ist. Hier Buyers Agent, Seller Agent ist ganz normal. So, dadurch ist der Markt extrem dynamisch. Und macht halt einfach auch einen riesen Unterschied aus. Und dann die Transparenz, das wurde eben kurz angesprochen. Ich kann Ihnen hier für jedes Objekt, kann ich innerhalb im Prinzip von einer Minute rausfinden, wer ist der Eigentümer, was wurde da für eine Finanzierung bereitgestellt, nicht unbedingt zu welcher Zinstilgung, aber ich sehe den Finanzierungsbetrag, ich sehe, wann die Grundbucheinträge gemacht würden. Das ist alles öffentlich zugänglich. Und als Makler hat man nochmal einen extra Zugang, wo ich dann entsprechend die ganze Historie der Immobilie, wann wurde sie verkauft, wie lange war die auf dem Markt. Also hier ist absolute Transparenz, was, glaube ich, nochmal ein Faktor ist, der extrem viel Sicherheit und Planbarkeit gibt. Und auf der anderen Seite alle unsere Investoren, auch die seit langen Jahren mit uns dabei sind, immer wieder erstaunt, dass es im Prinzip so transparent ist. Ja, in Deutschland würde ich nicht wissen, was hat der Nachbar, wann hat er das gekauft, für wie viel. So, und das hilft extrem in der Wertermittlung und in unseren Proformas, die wir dann zusammenstellen, macht das Ganze einfach etwas transparenter und planbarer. Ja, und vielleicht noch zwei Sachen. Das eine ist Bauweise hier vor Ort. Wir bauen natürlich nicht so wie in Deutschland. Das ist im Prinzip Sticks and Bricks, also viel ist aus Holz, also Holzframing. Hier gibt es auch sogenannte Framing, Wood Framing, und dann gibt es Block Construction. Aber im Prinzip kann ich hier ein Haus von Fundament bis zur Fertigstellung in 12 bis 18 Monaten bauen. 550, 600 Quadratmeter, kein Problem. Das zweite ist, warum das Thema Fix and Flip, um es jetzt mal als Überbegriff so darzustellen, warum das funktioniert ist, weil das amerikanische Kaufverhalten hier ist wie folgt. Der Käufer ist gewillt, ein wesentliches Premium für ein Immobilienobjekt zu bezahlen, nehmen wir jetzt mal einen Wohnbereich, was Turnkey ist. Das bedeutet, wir bauen das komplett fertig, Küche eingebaut, oftmals die ganzen Möbel, alles fertig, und er kriegt den Schlüssel und zieht ein. Dafür sind die Leute bereit, wesentlich mehr zu zahlen als ein Projekt, was dann sanierungsbedürftig ist, wo man, wie gesagt, wo sich viele Leute die Finger verbrennen, die denken, sie wissen, was sie machen, und machen das erste Mal das Thema und das funktioniert dann nicht. Deswegen ist das Thema ready to go oder mit Visualisierung, wo wir im Prinzip sehr stark sind, bevor wir im Prinzip teilweise den Bau überhaupt beginnen, haben wir unsere Projekte verkauft, weil die Visualisierung und das ganze Design so gut ist, dass die Leute sagen, alles klar, ich bin gewillt, 12 Monate zu warten, aber dafür ist das nicht perfekt. Da ist eine ganz andere Perspektive auch auf Immobilien. Ja? Man zieht ja auch öfters um. Ja? Das kommt ja auch mit hinzu. Korrekt, das habe ich fast vergessen. Alle 5 bis 7 Jahre ungefähr wird hier der Wohnort gewechselt. Das heißt, das bringt nochmal eine Dynamik in den Markt. Plus natürlich Zuzugsraten hier,
Wegzugsraten in Kalifornien. Im Prinzip Texas, Florida und Arizona sind momentan die Top 3 Staaten, die eigentlich den meisten Zuwachs an Bevölkerung, sowohl als auch Wertsteigerung im Verkaufsbereich, aber auch im Vermietbereich in den letzten 2-3 Jahren erfahren haben.